Expo Real behind the scenes. Wir zeigen euch jetzt mal ein paar Einblicke in die Expo Real, was hier so abgeht und wie man die Messe maximieren kann und so ein paar Insider-Infos. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wir stehen jetzt gerade hier in der Hauptverkehrsstraße vor unserem 7 Plus Club Stand. Dieses Jahr das erste Mal so ein eigener Stand, da sind wir auf jeden Fall sehr stolz drauf. Letztes Jahr hatten wir nur so einen Stehtisch in einer anderen Messe-Area, aber jetzt sind wir hier mit einem eigenen Stand vertreten. A3 TB 27 ist es gerade. Wo wir nächstes Jahr dann stehen werden, das wissen wir noch nicht. Bei uns ist auf jeden Fall gut Traffic, das freut mich sehr. Nico, wie läuft's dieses Jahr auf der Expo? Servus, läuft gut, ja. Mehr Leute da und sehr mehr gut. Leute als letztes Jahr, würdest du sagen? Vom Gefühl her, ja. Liegt es an der Messe oder an unserer Platzierung auf der Messe? Beides. Echt jetzt? Ich glaube, weil ich habe gelesen, offizielle Messe-Report, 4% weniger Aussteller. Ja, und Besucher. Ja, die haben auch ein paar so Areas abgesperrt und so weiter. Vielleicht haben die es mehr gebündelt. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir mehr, mit mehr Leuten hier sind und mehr, einfach mehr Termine haben. Ja, ja. Wir haben Vollgas gegeben, auf jeden Fall. Ich hatte einen Vortrag auch gehalten auf der Messe. Ich zeige auch gleich noch die Bühne. Das war hier auch mit dabei, weil wir hier auf dieser Transform Beyond Area sind. Das ist keine Startup Area, sondern so Tech Area. Das ist noch ein paar alteingesessene Tech-Unternehmen, so Wärmepumpen und so Zeug. Und der Vortrag hat Wellen geschlagen, gell? Der hat Wellen geschlagen, ja. Also es sind mehrere Leute auch am Stand vorbeigekommen und haben gesagt, sie haben den Vortrag gesehen und interessieren sich deshalb für unser Produkt. Also auf jeden Fall sehr gut gemacht, ja. Das heißt, one too many. One too many. Schön terminieren, dokumentieren, Follow-up-Termin. Kein Termin ohne Folgetermin beenden und ja. Noch ein Tipp. Was wir halt sehen, sind andere Firmen, die Stände haben. Die stehen halt dann teilweise zu zweit oder zu dritt am Stand und warten auf irgendwelche Leute. Wir blenden die nicht ein. Aber oder wir blenden die nicht ein. Wir blenden die nicht ein. Und der Unterschied ist halt, dass wir einfach die Termine gemacht haben und ich sehe einfach viel. Vorbereitung ist die halbe Miete. Die haben gar keine Termine. Wir laufen jetzt kurz rum, zeigen euch ein bisschen die Messe, wie die hier aufgebaut ist, weil ich habe ein bisschen was auch vom Messebau gelernt und die Expo Real hat tatsächlich einen der höchsten Messestandards, die es gibt, so Doppelboden und so ein Zeug, habe ich alles schon gelernt. Jetzt laufen wir Kaffee holen und ein bisschen über die Messe und zeigen euch ein bisschen was. Let's go. Nico, bis später. Genau, wir hatten gerade noch kurz einen Zwischenstopp bei einem Investor, der bei uns auch gelistet ist auf der Plattform, haben kurz darüber diskutiert, wegen Messeplatzierung, wo ist man am besten aufgehoben, eigener Stand oder so, Partnerschaften und so weiter. Und genau, meiner Meinung nach, ich war einer anderen Meinung wie er, weil das eine größere Firma ist, habe ich gesagt, mach lieber 7 Stände, kleine, bei den Metropolregionen, um den Traffic abzuziehen. Und er meint, er will einen eigenen Stand haben in irgendwo in der Halle. Da sage ich so, ja, das funktioniert nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin da sehr überzeugt in meiner Meinung, weil Mindset ist alles. Wenn du der Meinung bist, dass irgendwas funktioniert nicht, dann funktioniert es auch nicht. Aber wenn du der Meinung bist, dass irgendwas funktioniert, dann funktioniert es auch. Man muss proaktiv auf die Leute zugehen und einfach anlabern und herholen und dann läuft es. Bei uns ist tatsächlich eine gute Laufkundschaft, weil wir sind in so einem Tech-Stand. Da laufen halt viele Leute auch also Immobilienunternehmer privat durch, einfach weil die gucken wollen, was ist halt gerade neu, was geht ab und so weiter. Aber das sind jetzt keine Startups bei uns nebendran, sondern das ist auch zum Beispiel Vattenfall, das ist eine Riesenfirma, auch in dieser gleichen Kategorisierung wie wir, einfach mit irgendeinem digitalen Untermodell hier, E-Mobility zum Beispiel. Ja. Und dementsprechend sind da ganz viele Firmen, die halt Sachen machen, die so ein bisschen innovativer sind. Und deswegen guckt sich das halt einfach jeder an, querbeet durch die ganze Messe weg. Also unabhängig, ob es Münchner oder Hamburger oder Retailer oder sonst was sind. Ja. Unser Stand ist in der Halle A3. Wir sind jetzt hier A3 TB27 ist unser Stand. Es gibt 5 Messehallen, A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2. Jetzt ruft schon wieder einer an. Bis gleich, ciao. Genau, und dementsprechend klingelt das Handy auch ab und zu. Und in den Hallen ist es so aufgeteilt, kategorisiert in Retailer, dann in Projektentwicklerfokus und so weiter. Und hier ist halt dieser technische Fokus in der Halle A3 aktuell. Wie läuft es auf der Messe so? Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Der Nico hat ja gerade gemeint schon, dass es jetzt voller ist dieses Jahr. Also ich bin ein bisschen anderer Meinung, ich bin ein bisschen rumgelaufen, es ist weniger los meiner Meinung nach. Aber bei uns in der Area ist es auf jeden Fall voller. Die ganze Messe ist nicht ganz so voll.
Gewinner, Verlierer. Ich würde sagen, Gewinner und Verlierer gibt es nicht branchenüberzogen. Es gibt halt so ein paar Leute, zum Beispiel ein Maklerunternehmen, das alteingesessene Strukturen hat mit so alteingesessenen konservativen Denkweisen. Ja, die haben halt schon ein bisschen schwierig, aber wenn es ein neuer Makler gegründet wurde vor ein, zwei Jahren, der innovativ ist und an die Marktsituation angepasst ist und Kunde ist bei Sam Plus auch, der kann dann richtig Vollgas skalieren. Da gibt es welche, die bauen Mitarbeiterbüros auf und das Transaktionsvolumen geht hoch. Es gibt aber andere, die gibt es seit 10 Jahren oder so, ja, da geht es runter, weil die halt einfach diese Strukturen haben und nicht agil genug sind, um sich an den Markt anzupassen. Gleiches gilt für Entwickler, Bauträger und so weiter. Es gibt immer welche, die bauen gerade weniger, deutlich weniger. Man muss auch aufpassen, dass da halt der Markt nicht komplett einbricht und dass da der Fachkräftemangel entsteht. Haben wir ja in einem Interview besprochen gehabt, in einem anderen Video. Und das ist auch ein Thema definitiv, aber es gibt Gewinner und Verlierer. Aber das hängt meiner Meinung nach auch großteils vom Mindset und von der Flexibilität des jeweiligen Unternehmers ab. Vor 3, 4, 5 Jahren war es so, da war also immer so alteingesessen, ja, untereinander, man kennt sich eh und so. Aber jetzt öffnen sich die Leute ein bisschen mehr in die digitale Welt und sind bereiter für innovative Modelle wie Sam Plus. Vor 5 Jahren, vor Corona oder so, war das, glaube ich, nicht so gern gesehen und auch nicht so am Markt anerkannt. Aber mittlerweile, ja, die Leute öffnen sich dafür. Budget ist natürlich knapp, Zinsumfeld hat sich verändert, die Leute kommen trotzdem auf die Messe, aber es gibt halt einfach weniger Deals. Ja. Ich habe große Fische am Haken. Ja. Der größte war zweistelliger Milliardenbereich. Den habe ich so gefischt, der ist am Stand vorbeigelaufen, ich zeige es mal kurz. So, und dann bin ich hinterhergelaufen dem, habe gesagt, Entschuldigung, haben Sie gerade bei uns geguckt? Und dann der so, ja, was macht ihr, Parkhäuser? Ich so, nee, nicht da. Und dann hat er gemeint, okay, was können Sie denn? Und dann habe ich gesagt, ich kann 3 Klicks machen. 3 Klicks. Und sag Ihnen, wer Ihr Objekt kauft. Und dann hat er gemeint, okay, Sie haben mich überzeugt. Zeigen Sie mal her. Und einfach angesprochen, mitten auf dem Gang. Und so läuft es. Proaktiv auf Leute zugehen. Der wesentliche Unterschied zur MIPIM ist der, also in der MIPIM innen drin, in den Hallen, ist relativ ähnlich. Draußen bei der MIPIM auf dem Boot, wo wir immer sind, muss man Termine machen, sonst kommt da ja keiner hin. Und hier ist halt sau viel so wuselig. Man hat viele kurze Termine, intensive Gespräche. Auf der MIPIM hat man eher länger Zeit, chillt ein bisschen auch, die Leute sind entspannter, aber es sind auch höherrangige Leute da, die sind aber hier auch, fallen aber nicht so sehr ins Gewicht, weil es halt viel, viel mehr Kunden und Teilnehmer gibt. Jetzt habe ich noch kurz einen Termin. Eher ein bisschen Business-Privat-mäßig und danach noch 2 wichtige Kundentermine. Was ich gelernt habe, Vorbereitung ist die halbe Miete. Wer gut vorbereitet ist auf der Expo Real, kann richtig viel rausholen. Wer herkommt ohne Vorbereitung und offen ist, kann auch viel rausholen. Wer herkommt, einen Stand hat und nicht vorbereitet ist, der hat verloren, weil du bist am Stand und da musst du warten, bis die Leute kommen. Wenn du keine Termine hast, wenn du nicht vorbereitet bist, musst du rausgehen, proaktiv auf die Leute zugehen, dann kannst du auch was rausholen. Deswegen, für uns ist das Richtige und das Wichtige, nächstes Jahr wieder Stand, Vorbereitung und vielleicht auch eine Kombination, ein paar Vertriebler, die keine Termine haben, damit die pushen können proaktiv.